Hey und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Edien und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Speed-Befolger hier meine Projektive Hammer nachzubauen. Heute widmen wir uns das zweite Gehege des Pavians zu. Während dem Bauen musste ich sehr viel nachbessern, da die Affen sonst nirgendwo hingekommen wären. Doch all das direkt nach meinem kurzen Intro. Viel Spaß! Und damit nochmal ein Hallo an alle zusammen. Wir widmen uns heute dem zweiten Pavian-Gehege des Behelmatosaurus zu. Also das letzte habt ihr ja definitiv wahrscheinlich schon gesehen. Das ist ja eher der große Bereich für die Affen und diesmal widmen wir uns natürlich dem kleinen Gehege zu. Ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt wirklich so im Real Life, ob das jetzt zweimal dieselben Affenarten sind oder nicht. Das kann ich jetzt nicht bestätigen, das weiß ich nicht. Ich glaube weniger, aber sie haben sehr viel Ähnlichkeit miteinander. Ich habe mich hier natürlich, da es ja keine Paviane im Spiel gibt, mich diesmal für die Mantrills entschieden, dass ich die da reinsetze, weil es sollte Frontier irgendwann mal ein paar DLCs raushauen mit Pavian und werde ich das auf jeden Fall dann ersetzen. Das ist auf jeden Fall dann klar. Dasselbe habe ich ja mit diesen Steinböcken gemacht. Ich glaube, in meinem alten Behemmer-Projekt, da habe ich diese Witter hinzugefügt, diese Alpenziegen, mir ist gerade der Name entfallen, ihr wisst wahrscheinlich, welche ich meine. Nun habe ich ja natürlich die Steinböcke hier im neuen Projekt mit eingefügt und das finde ich auch besser, weil die kommen an Stellen ran, wo Dallschafe waren es, genau, wo die Dallschafe natürlich nicht rankommen. So, und jetzt habe ich hier in dem neuen Gehege natürlich die Mantrills benutzt. Und im Endeffekt funktioniert das auch einwandfrei. Die kommen genau an denselben Stellen dran wie die Schneeaffen, obwohl die eigentlich ein bisschen kleiner sind, aber grob und ganzen finde ich das jetzt gar nicht so schlimm. Ich hatte leider bei diesem Projekt jetzt oder allgemein diesem Gehege keine Vergleichsbilder gehabt. Nein, aber ich habe mich an ein bis zwei Videos orientieren können, wie wo was halt war, natürlich im Standbild, und so hat es natürlich auch einwandfrei funktioniert, um zu gucken, wie wo natürlich alles aufgebaut ist. Darunter sind jetzt auch diese Wasserfälle entstanden, die ihr da gerade seht. Mich hat am Anfang ein bisschen gestört, dass da übelst das Wassergeblätscher durch den Beton geht, weshalb ich dann irgendwann mal die Wasserfälle versucht habe zu drehen, so dass da weniger Wasser rauskommt. Natürlich ganz verhindern konnte ich das natürlich nicht, weil sonst wäre das Wasser zu weit im Felsen drin gewesen, oder wie ich das jetzt nennen sollte, und das hätte dann ein bisschen auch doof ausgesehen, weshalb ein bisschen Wasserspritzer kommt definitiv noch raus. Das werde ich euch nachher im Livestream oder allgemein in der Zootour hier drin auf jeden Fall dann auch nochmal erklären oder zeigen. Da würdet ihr wahrscheinlich ein bisschen, oder werdet ihr es definitiv ein bisschen besser erkennen. So, ansonsten natürlich das ursprüngliche Schema wie im alten Gehege, also dem linken Gehege, viel mit Blöcken gebaut, das ist auf jeden Fall klar. Dann auf jeden Fall habe ich in dem Video ein riesengroßes Netz gesehen, also was quasi in der Mitte ist. Das habe ich hier auf jeden Fall auch versucht nachzustellen. Ist aus meiner Sicht auch gut gelungen. Die Affen nutzen das natürlich auch, aber die spielen da irgendwie mehr am Wasserfall rum als sonst was. Aber auf jeden Fall können sie drauf, das ist auf jeden Fall wichtig. Und ansonsten hier noch da und hier noch den einzelnen Baumstamm mit eingefügt. Und dann halt quasi den Rest mit Erde aufgestockt, damit es hier ein bisschen lebhafter wirkt. Natürlich habe ich das drumherum, was oben für die Besucher ist, also gemeint die Perspektive in das Gehege runter, habe ich offscreen natürlich wieder erledigt, weil das sind einfach nur Platten hin und her verschieben, damit ein bisschen die Lücken ausgestopft sind. Und das hat ja natürlich dann auch so optimal funktioniert. Hier übrigens seht ihr jetzt, wie ich versuche, das Netz zu spannen. Natürlich habe ich am Anfang ein bisschen Probleme gehabt, weil das ein bisschen komisch aussah, aber im Endeffekt ist es mir doch gelungen. Und im Endeffekt, das Endergebnis lässt sich auf jeden Fall ansehen. Und wie gesagt, die Affen können darauf gerne rumtoben und es funktioniert tatsächlich. Das wundert mich echt. Also überall in dem Gehege kommen die Affen leider nicht ran. Warum auch immer, entweder sind die Stellen zu schmal oder es liegt wirklich an dem Tier, das einfach zu groß ist, aber spielt es erstmal keine Rolle, denn das Tier kommt zu 70% überall hin und es reicht mir völlig aus. So. Und dann wäre das Gehege an sich eigentlich auch abgeschlossen, beziehungsweise das Pavian-Gehege. Nur stehe ich jetzt natürlich auf dem Schlauch. Da dürft ihr mich gerne unterstützen, beziehungsweise mir Ratschläge geben, an welches Projekt ich mich hier als nächstes widmen soll.
Ich habe noch sehr viele Baustellen, das ist auf jeden Fall klar, noch ganz viel zu tun, also das wird noch ewig dauern, bis hier alles fertig ist, denn ich lasse mir auch Zeit. Aber ich stehe auf dem Schlauch, denn ich weiß nicht, was ich machen soll. Eventuell könnt ihr mir einen Ratschlag geben, an welches Gebäude bzw. an welches Gehege ich mich widmen soll. Wenn ich jetzt sage, ich mache das Elefantengehege, würde ja funktionieren, das ist nicht das Problem. Das andere Problem ist eher, ich fange gerne der Reihe nach an, damit ich wirklich gucken kann, wie die, ja, wie die Gebäude stehen. Wenn ich zum Beispiel sage, ich fange jetzt mittendrin an, kann sein, das Gebäude steht zu weit links, während das dann das Gebäude, was links stande, da nicht reinpasst. Deswegen finde ich es ein bisschen blöd, deswegen will ich immer versuchen, nach Reihenfolge zu bauen, beziehungsweise da, wo die Wege halt stehen, kann ich es ja machen. Und ist halt dann immer so eine Sache. Aber ihr dürft mir gerne trotzdem in die Kommentare schreiben, welches Projekt ich mich als nächstes zu widmen soll. Denn es wird mich auf jeden Fall auch interessieren, welches Objekt, Gehege, Gebäude oder sonst euch interessiert in diesem Zoo, weshalb ich das dann gerne nachbauen soll. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten werde ich natürlich selber gucken, wo ich was mache. Vielleicht wird es auch mal wieder ein kleineres Projekt hier in dem Zoo. Zum Beispiel jetzt die damals Szenehalle, die war jetzt nicht unbedingt groß. Oder, ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall auf das Vogelhaus habe ich definitiv noch keine große Lust, weil das ist Netzspannerei und das ist Friemelarbeit, mehr als Friemelarbeit. Weshalb ich mich, glaube ich, auch dazu entschlossen habe, das als allerletztes zu tun. Aber, ja, ich kenne mich, meistens ziehe ich das dann doch vor, aber das sehen wir ja dann auf jeden Fall. So. Aber nun fällt mir nichts mehr ein. Ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt erstmal für den restlichen Speedbuild. Bis dahin sage ich einfach mal ciao und bis gleich. Hey und meine Freunde, es freut mich immer wieder, dass ihr natürlich noch dabei seid, denn wir schauen uns jetzt da hinten das Gehege an, aber ich bin immer noch fasziniert, wie ich das hier eigentlich hinbekommen habe. Das Einzige, was mich halt ein bisschen stört, ist hier das da, weil das nicht wirklich dem 1:1 Original, also es passt nicht wirklich übereinander ein, aber im Endeffekt bin ich trotzdem zufrieden, ja. Das Einzige, was mich halt stört, dass es nicht original ist, aber da es ja mir an sich ja gefällt, euch bestimmt natürlich auch, habe ich das natürlich so gelassen. Und jetzt gerade sehe ich mal wieder mein nächstes Mal leer. Und das ist diese Kante, die muss auf jeden Fall ausgebessert werden. Jetzt bitte ignorieren, das wird gleich gemacht. Und wir laufen natürlich jetzt gleich darüber. Die Leute freuen sich natürlich auch schon. Und wir daggeln jetzt da hin. Und wie ihr das sehen könnt, ich hänge hier auf dem Boden fest. Ich hänge hier fest. So. Na, immer noch. Hey. Ich glaube, der Boden ist irgendwie buggy. Ich komme hier nicht drüber. Hier ist irgendwo ein Loch. Machen wir es halt mal so. Vielleicht geht's jetzt. Ah, tatsächlich gut. Hier sind ja die Schneeaffen drin. So wie ich sie halt immer nenne. Und hier habe ich die Mandrills eingeführt. Oh, das müsste ein bisschen nach oben. So. So, jetzt gefällt es mir besser. Es gibt ja in dem Spiel leider noch keine Paviane. Das ist ja das Problem. Aber ich finde, die Mandrills haben eine leichte Ähnlichkeit mit diesen Pavianen, weshalb ich die jetzt hier einfach mit eingebaut habe. Und ich habe mich versucht, auch an das Original zu widmen. Ich habe leider keine Vergleichsbilder zur Verfügung. Ich habe mir das hier aus einem Videomaterial entnommen. Und ich hoffe, es sieht relativ gleich aus. Hier oben mit diesem ganzen Grasgedönse, würde ich jetzt sagen. Hier habe ich auch so eine Art Mini-Wasserfall gesehen. Das hier funktioniert halt nicht wirklich großartig. Hier guckt halt immer das Wasser raus, wie ihr das sehen könnt. Aber aus der Entfernung sieht es eigentlich relativ gut aus. Hier so eine kleine Mini-Brücke. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, können die über diesen Weg entlang? Ne, okay, leider können sie nicht mehr hier entlang. Die Schneeaffen habe ich hier quasi auch schon reingesetzt. Hat auch nicht funktioniert. Aber die können wenigstens bis da nach oben gehen. Und ihr könnt es sehen, die haben wir definitiv sehr viel Freiraum. So, ansonsten ja die Wasserführung mit dem Wasser hier, was hier nach unten führt, dieser kleine Ast, hier dieses ganze Netz, hier haben sie eine Brücke, um hier in diese quasi Innenkammern zu kommen, die natürlich nicht existieren, das ist ja nur optisch, aber ansonsten
finde ich das relativ gut gelungen. Und jetzt bin ich auf den Boden geglitscht. Ich renne mal kurz nach oben. Ja, hier hängen die Bäume durch, das ist ja klar, aber das lässt sich ja nicht verhindern. Da hinten ist ja die, ist ja das Giraffenhaus. So. Hier übrigens, dass dieser Bereich existiert natürlich auch. Das habe ich noch im Nachhinein mit eingebaut, offscreen natürlich. Wo hier so eine Sitzbank ist, hier ein bisschen Felsen mittendrin. Ich denke mal, der eine oder andere wird hier Wiedererkennungswert finden. Wird zwar jetzt auch nicht 1 zu 1 passen, aber man sieht es, dass auf jeden Fall was ist. So, dann können wir natürlich hier nach oben auch noch gehen und von der anderen Seite hineingucken. Einfach nur fantastisch. Hier natürlich dieses Futterding. Hier hinten könnt ihr hoch, hinten eine kleine Treppe nach oben. Hier ist natürlich der Eingang. Und hier übrigens, hier quetscht es auch schon wieder durch. Moment, das stört mich, das muss gerichtet werden. So. Hier. Laut dem Videomaterial habe ich so eine Art, wie nenne ich das jetzt mal, so ein Betonrohr gefunden. Leider gibt es kein passendes Rohr in dem Spiel, weshalb ich einfach ein paar Teile zusammengesetzt habe, um das hier reinzusetzen, damit es wenigstens nach etwas aussieht. So, ich gehe jetzt in die Außenperspektive. Wie ihr das sehen könnt, zusammen sieht das eigentlich relativ, ja, gut aus. Das ist auf jeden Fall das große Gehege, das weiß ich. Hier war ein bisschen kleiner. Aber ich weiß halt nicht, ob in Wirklichkeit da beide Affenarten gleich sind. Das kann ich jetzt nicht sagen, das will ich auch nicht vorwegnehmen. Spielt aber auch in dem Sinn jetzt auch gar keine Rolle. Aber ansonsten finde ich diese Gehege beide zusammen relativ gut gelungen. Das einzige Friemelei war natürlich die ganzen Viereckige immer rein zu platzieren und oder so. Als ich das am Anfang hatte, konnten die Affen gerade mal nur hier im unteren Bereich entlang laufen und sind nicht ansatzweise nach oben gekommen. Mittlerweile hat es sich jetzt so gelegt, nachdem ich ein paar Äste verschoben habe, hier diese Baumstämme noch hinzugefügt habe. Seitdem funktioniert das eigentlich relativ eiwandfrei, genauso wie hier. Hier haben sie natürlich sogar noch mehr Freiraum. Ich finde halt auch das cool, dass die Steinböcke auch fast komplett überall hinkommen. Das finde ich echt klasse. So, jetzt werde ich auf jeden Fall offscreen noch diese kleine Lücke da verbessern, damit die da weg ist. Das stört mich nämlich gerade extrem. Aber ansonsten wäre das hier mit diesen Pavianen im Anführungszeichen fertig. Ich weiß halt nicht, was ich jetzt machen werde, welche Projekte. Denn ich habe hier noch sehr, sehr viele Baustellen, wie ihr das sehen könnt. Wir sind schon relativ, ich habe schon relativ viele Parts jetzt schon hier in der Warhammer, aber da ja noch sehr, sehr viel gemacht werden muss, hier das alte Gepard-Gehege, hier die Tiger und sowas oder Löwen, was weiß ich, die Großkatzen, dann hier ist noch Elefanten, die Flusspferde und. Einfach nur krass. Ich bin nur froh, dass ich das Affenhaus zuerst gebaut habe, denn das hat nämlich sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen, das ist auf jeden Fall klar. Und hier natürlich hier das alte Eisbärengehege und. Auf das Vogelhaus habe ich eigentlich gar keine Lust. Das ist mit den ganzen Netze gedöns. Wird ein bisschen, ja, sagen wir mal, eklig. Aber vielleicht widme ich mich jetzt hier so die Damaszenerhalle hier, diesem Bereich zu. Oder allgemein das Tropenhaus. Ich weiß es noch nicht. Das kann ich, oder kann ich mich noch nicht entscheiden. Das ist auf jeden Fall erstmal eine Sache. Aber wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, an was ich mich jetzt hier widmen soll oder was ich jetzt bauen soll, dürft ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde dann auf jeden Fall gucken. Mir auch nach ein paar Vergleichsbildern suchen, damit ich es ein bisschen einfacher habe. Aber ansonsten, ja, übrigens hier dieses komische botanische Gartengedöns muss ich natürlich auch noch bauen. Das wird wahrscheinlich auch noch gefriemelt mit diesen verschiedenen Anhöhen. Aber ansonsten ist das ja relativ easy peasy. Ich werde das bestimmt hinkriegen. Aber wie gesagt, ihr dürft es gerne in die Kommentare schreiben, welches Gehege oder welches Gebäude, an das, was ich mich widmen sollte. Und dann werde ich danach gucken und auch dementsprechend versuchen nachzubauen. So. Aber nun verabschiede ich mich natürlich wieder. Wie hat euch das Speedbild gefallen? Schreibt es mir noch in die Kommentare. Ansonsten, schenkt dem Kanal ein Abo. Es kostet euch nichts und hilft mir sehr. Bis dahin wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag und bleibt gesund. Euer Idien. Ciao.